Hi Gude und herzlich willkommen zurück auf der Altenstein. Wie versprochen, werden wir heute Gras mähen. Und das werden wir alles als Silo machen. Ja, erst ausklappen. Was der so alles will hier. So. Machen wir aber erst vorne an. Mal gucken hier, wie der Balkenmeer sich schlägt. Oh. Wow. Und vor allem, wie sich unser Eicher damit schlägt. Also arbeiten tut er ja schon mal gut und schnell. Ah, da dürfen wir schon nicht mehr hin. Das gehört uns schon nicht mehr. Gut. Gut zu wissen. Ja, er hebt alles an. Oh, komm, schaffst du's? Bei Feld, bei Wiese 34, da bin ich mal gespannt, wie er sich da schlägt. Aber das gibt hier alles nicht viel Silage. Also hier sind wir ja ruckizucki fertig. Soweit mähen, wie es geht. So, schalten wir mal alles an. Oh. Interessant, interessant. So, fahren wir zu unserer Wiese. Gucken wir mal, wie wir da am schnellsten hinkommen. Und dann denke ich, werden wir die Timelapse starten. Ja, Orientierung ist nicht ganz so perfekt hier. Am Hof hinten vorbei. Hier könnte man eigentlich auch raus. Aber hier so steil, ne. Wir fahren hier rum. Genieß mir etwas die Map und die schöne Aussicht. Dann werden wir Silage aus dem Gras machen. Heu wird sich nicht lohnen. Also das, uiuiui, Schlaglöcher. Das werden wir dazu kaufen. Und hoffen wir, dass wir aus den Sorghum hier so noch etwas Stroh rauskriegen. Eieieiei. Hier wird man ja aber auch ordentlich durchgeschüttelt. So, ich glaube aber, wir sind jetzt falsch gefahren. Aber gut. Jetzt geht die Kamerabewegung wieder. Jetzt starten wir oberhalb. Sondern hier müsste es doch die Wiese. Geht die nicht bis hier hin? Nee. Doch, das ist auch schon uns. Also, da können wir doch starten. Da kann man jetzt voll loslegen. Schalten wir alles ein. Machen wir noch den Vorwärtsgang rein. Und du hast keinen Zugang zu diesem Land. Jawohl. Die fängt erst da drüben an. Okay. Die fängt erst hier an. Bei den Schafen. So, jetzt aber. Das wäre dann auch lustig, das alles zusammenzusparen. Dann würde ich sagen, ihr seid bei Mähen dabei und genießt die Musik. Und wir hören uns, wenn ich mit Mähen fertig bin, wieder.
Entschuldigung, so, das Main ging ja relativ schnell. Jetzt fahren wir zurück. Boah. Aber hier mit dem Ladewagen hoch wäre dann auch interessant. Und dann wollen wir das auch gleich zusammensparen. So. Ihr diskutiert ja hier so schön. Und weil das so viel war, bin ich am Überlegen, ob man einen Teil zu Heu machen. Aber ich glaube eher nicht. Wir werden Heu kaufen. Wir werden alles zur Silage machen. Und da brauchen wir ja doch schon einiges. Beziehungsweise von der Wiese. Hier bleiben wir hängen. Vor dem Hof. Da eventuell etwas Gras machen. Dass wir ein paar Grasbälkes haben. Na. So, schmeißen wir den noch weg. Das Frontmähwerk. Also der Eicher ist gut. Er hat mir auch gleich entsprechend Arbeitsbreite. Und dann werden wir das Gras mit unserem schönen Ladewagen einfahren. Da bin ich dann mal gespannt, wie sich der Eicher da schlägt. Etwas eicherlastig zurzeit, aber die stärkste Maschine auf dem Hof. Und die brauchen wir auch. So. Es reicht gerade. Ja, es reicht. So, dann ab zurück auf die Wiese. Über den tollen Weg hier. Also ich glaube, hier im Winter müssen wir zum Physiotherapeuten. Oh. Und wir haben beim Mähen natürlich aufgepasst, dass wir ja kein Reh erwischen. Dann würde ich sagen, auch hier wieder eine Timelapse. Und wir sehen uns nach dem Schwaden wieder. Bis gleich, macht's gut. Und
Da sind wir auch schon wieder zurück zum Hof. Also die Wiese sieht größer aus, wie sie in Wirklichkeit ist. Ihr habt gesehen, auch das ging ruckzuck. Und keine Rehe verletzt. Haben wir extra aufgepasst. So. Aber der Schwader ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dann hatte ich den das letzte Mal im 19er, hatte ich mal so einen mit den Kreiselrädern. Ist auch schon eine Weile her. Aber ist mal was anderes. Da soll es das für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.